So, Freunde, herzlich willkommen. Willkommen zurück auf Two Let's Do. Formel 1 2019 am Start. Ich bin wieder im Renault und diesmal in Kanada. Mal gucken, ob das wieder so schrecklich wird wie im letzten Rennen. Ich habe dem Renault, ich will dem einfach nochmal eine zweite Chance geben. Und heute auch wieder ein Stückchen Werbung für meinen Einstellungsbildschirm auf deiner Multifunktionsanzeige lassen sich diverse Einstellungen während des Fahrens vornehmen. Öffne die Anzeige mit der MFA-Taste und navigiere nach oben oder nach unten zur gewünschten Einstellung. Kann losgehen, sobald du bereit bist. Ich fahre erstmal raus. Also auch heute wieder ein Stückchen Werbung für meinen neuen Partner Games Rocket. Die haben gerade ein Angebot. 50 Euro PSN-Card für 44,99. Aha, auf jeden Fall direkt. Und in der Videobeschreibung verlinkt ist ein Affiliate-Link, nicht, dass ihr euch wundert. Wieso fahre ich jetzt hier links raus? Stimmt, genau. Ah ja, Kanada. Also, auch hier wieder ein Stückchen Werbung für Games Rocket. Und ich verlose aktuell auf meinen Ben Masterful Kanal. Und zwar schaut euch mal die HSV-Karrierefolge Nummer 2 an. Dort verlose ich 3x 20 Euro PSN-Guthaben. Wer Bock drauf hat, schaut dort mal vorbei. Das Ganze wurde auch wieder von Games Rocket zur Verfügung gestellt. Hier hat Vettel ja diesen Fehler gemacht. So, mal gucken, ob der Renault sich hier besser fährt als zuletzt in Barcelona. Ich bin wirklich gespannt. Ich bin wirklich gespannt, ob ich hier... Also irgendwie Barcelona war ja total daneben. Das Regenrennen hat da dann unterm Strich, hatte ich da dann auch gar keinen Bock mehr. Ja. So, mal gucken, wie es hier läuft. Also, Kanada gehört auch mit zu meinen absoluten Lieblingsstrecken. Das war schon damals bei Grand Prix 2 so. Und Grand Prix 3 auch. Also Kanada habe ich schon immer geliebt. Und sogar bei F1 2015 und 16 habe ich Kanada sehr gefeiert als Rennstrecke. Weil sie irgendwie, wie ich finde, doch recht einfach auch zu fahren ist. Finde ich. Oder wie seht ihr das? Schreibt mir das mal in die Kommentare. So, fahren wir schon die schnelle Runde? Ne, wir fahren gleich erst, genau. Also auf Anhieb bin ich hier wieder drin in Kanada. Finde ich auf jeden Fall mal Wall of Champions hier. Bin ich direkt wieder drin, finde ich gut. Lässt sich gut fahren. Also der Renault hier definitiv ein bisschen anders als im letzten Rennen in Barcelona. Ah, hier... Da kann man schön pushen gerade an dieser Stelle hier. Kann man bestimmt viel Zeit gewinnen und viel Zeit liegen lassen, wenn man das Ding... So, hier hat Vettel den Fehler gemacht. So in etwa. Das war... Ja. So, okay. Also bisher läuft es ganz gut. Okay, da muss ich natürlich einiges sauberer fahren. Ich bin auf den Harten draußen. Harte Reifen. Und hier ist überhaupt nichts mit Heckschleuder, Heck weg und so weiter. Das war wahrscheinlich nur so Barcelona-Ding. Bisher sieht hier alles richtig gut aus. Ich habe euch ja in meiner allerersten Formel 1 2019 Folge gefragt, mit welchem Team soll ich denn die richtige Weltmeisterschaft nachher fahren. Ich glaube, in der ersten Saison mache ich einfach mal nur 25% Renndistanz. Später will ich dann auch an die 100% rangehen und freue mich jetzt schon auf diese mega geilen Folgen, Rennen, Qualifikationsdinger und so weiter. Oh, das war natürlich... Oh! Wir sehen geringfügige Schäden am Frontflügel. Schone den Wagen, bis wir ihn repariert haben. Wir wollen nicht, dass es sich verschlimmert. Also da habe ich natürlich versucht, zu viel rauszuholen, ist ja logisch. Also ich werde jetzt hier die... Ich werde mal gucken, wie es mit der Boxeneinfahrt ist. Aber ansonsten habe ich hier mit dem Renault überhaupt keine Probleme. Natürlich könnte ich viel sauberer fahren. Aber ich bin gerade natürlich auch am Pushen. Ne, hier auch habe ich jetzt... Na, ich will natürlich versuchen, den Renault wieder dahin zu kriegen, wo er in Barcelona war. Nämlich dieses unruhige Heck, das hier absolut viel zu schnell ausgebrochen ist. Im Moment komme ich da überhaupt nicht hin. Also bin ich weit von entfernt, habe ich so das Gefühl. So, hier muss man auch rechtzeitig bremsen, weil wenn man hier zu spät bremst, kann man sich hier gerne mal Bremsplatten einfahren. So, mein Delta ist schlechter als in Runde 1, aber wir haben ja noch die Wall of Dingsbums. Da habe ich, glaube ich, auch ein paar Zehntel liegen lassen letzte Runde. Da fahren wir jetzt mal sauberer durch. Break. Das sah erstmal ordentlich aus. So, mein Delta ist gar nicht so viel besser. Also die Runde eben war schneller. Ich weiß gar nicht, wo ich hier Zeit liegen lassen habe. Na, okay, das war jetzt auch nicht so super. Also mein Delta ist wieder noch mal schlechter jetzt.
Also der Renault liegt hier viel, viel besser als in Barcelona. Wie gesagt, also das muss, keine Ahnung, woran das lag in Barcelona, dass es so war, wie es war. So, und hier bin ich jetzt mal richtig gut durchgeschlüpft. Und bin auch gleich vom Delta her fast eine halbe Sekunde vor meiner letzten Runde. Also auch hier habe ich gerade versucht zu provozieren, irgendwie den Renault an den Barcelona-Zustand ranzubekommen. Auch hier, das sah gut aus gerade. Also mit Übung kann man natürlich richtig gut fahren. Ich weiß zwar nicht, warum ich hier gerade beim Delta verliere. So, ich bin der Ricciardo. Ich fahre hier auch wieder auf 70% KI. Oh, abgekürzt. Ja, das könnte eine Strafe geben. Könnte sein, dass die Zeit nicht zählt deswegen. So, wo stehe ich denn? Ja, also auf jeden Fall nach vorne hin wird es gerade nichts. So, jetzt auch mal schön, jetzt könnte ich hinter Hamilton hinterherfahren. Ah ja, mein Frontflügel ist ja auch kaputt, stimmt. Da fehlen uns bestimmt auch 1, 2, 3 Zehntel hier jedes Mal. So, wie sieht es denn aus? Ja, Frontflügel minimal defekt. Werden wir leider mal reparieren und dann nochmal mit den roten Reifen wieder rauskommen, weil jetzt glaube ich, habe ich nach zweiter Runde die Strecke doch schon ganz gut drauf. Alter, guckt euch mal an, der Hamilton, ne? Ich weiß nicht, liegt es am Renault oder liegt es an einer zu starken KI? Ich meine, das ist natürlich, was der da wegfährt, Alter, innerhalb von einer Runde. Ja, ich könnte natürlich hier noch ein bisschen vom Gemisch und allem. Oh! Ja. Zurück in die Garage. Ja, das ist natürlich eine ziemlich brisante Kurve. Entweder verliert man viel Zeit oder man fährt sie gut. So, wir überspringen hier einfach mal kurz die Reparaturphase. Arbeiten am Wagen haben uns etwas Zeit gekostet. Ja, das war ja klar. So, ich möchte jetzt doch mal mit den Soften raus. Ja, und zwar geht zur Strecke und zwar direkt in die fliegende Runde rein. Mal schauen, was hier jetzt möglich ist mit Soft und neuem Flügel. Einfach nochmal hier ein, zwei Runden irgendwie versuchen durchzukommen. Glaube ich da von der Zeit, also jetzt wird es natürlich auch interessant. Wo stehe ich dann von der Zeit im Vergleich natürlich auch zu Ferrari, die ja doch irgendwie schon... Ja, oder auch Red Bull. Ich glaube, Red Bull sind meine real-life-richtigen Kontrahenten. Damit war ich gerade eigentlich sehr zufrieden. So, mal gucken. Jetzt kommt es drauf an. Jetzt zählt's. Ich will keine 100% geben hier. Ich will einfach eine gute Runde fahren, damit ich eine Zeit habe, wo ich sagen kann, okay, damit kann ich... der Vettel-Fehler. Ja, hat mich bestimmt 2-3 Zehntel gekostet gerade. Aber wenn der Rest ordentlich ist, dann weiß ich wenigstens, dass ich da nochmal 2 Zehntel drauflegen könnte. Im Moment bin ich 5 Zehntel schneller, also. Mal schauen, wo wir damit landen. Also auch hier habe ich, ja, also ich kriege den Renault an dieser Strecke einfach nicht dahin, wo er in Barcelona war. Entweder muss ich da üben, anders fahren, weiß ich nicht genau. Ah, zu spät gebremst. Das hat auch noch mal ein bisschen was an Zeit gekostet. So, statt Nase kratzen. Immerhin kann man das hier auf der Geraden. 7 Zehntel aktuell. Trotz zweier Fahrfehler. Also in der nächsten Runde ist theoretisch noch mal was drin. Oh, jetzt habe ich aber Zeit verloren gerade. Okay. Ah, das war nicht gut. Ah, jetzt muss ich hier richtig abbremsen wegen Magnussen. Steigst ja auf P8 auf. Die letzte Runde bringt uns auf P8. P8, okay. Klingt realistisch. Ah, da hat er keinen Platz gelassen.
So, ich gehe nochmal auf Fett. Und das stelle ich gleich auch nochmal ordentlich hoch. Nehmen wir nochmal niedrig hier, ERS-Einsatz. Sparen wir nochmal ein bisschen. Versuchen wir nochmal aufzuladen. Achso, ich kann auch Gein machen. Das ist natürlich noch geiler. Lädt er sich jetzt auf? Ne, nur beim Anbremsen dann wahrscheinlich, ne? So, Hot Lap. So, jetzt nochmal gucken, ob wir hier nochmal was drauflegen können. Quasi Qualifikationsmodus. Ah, okay, das war natürlich gleich voll Shit. Gucken, ob wir das im Hotlap-Modus hier wieder... Ja, auch hier so ein bisschen der Vettel-Fehler. Obwohl, mein Delta ist noch okay. Ich meine, da ich... Ja, 4/10. Mal gucken, ob die Motorpower jetzt mit fettem Gemisch... Oh, da habe ich gerade richtig gepusht. Hab sogar richtig aufgeholt gerade durch das Pushen. Und ich bin gerade schneller, das heißt... Naja, ich bin gerade sehr am Limit, auch wenn da gerade wieder 2 Zehntel gefehlt haben. Ich habe einfach schlecht angebremst. Aber jetzt kommt es. In der letzten Kurve... Oh, guck mal hier. Ja, das sieht gerade... Qualifikationsmodus... Ja, guck mal, da habe ich gerade mal ein bisschen was gut gemacht. 1,5 Zehntel. In Rundenzeit stehst du jetzt auf P7. P7. Okay, Leute, dann gehen wir hier mal zurück in die Garage. Also trainingsmäßig P7. Müssen wir mal schauen, wie viel da jetzt tatsächlich fehlt. Natürlich kann ich auch noch ein bisschen mehr üben, ist ja logisch. 1,15,3. 1,7 Sekunden, das ist natürlich schon hammerhart dafür, dass ich im Qualifikationsmodus unterwegs war. Nee, ich wollte da doch hin. So, wir versuchen es einfach mal. Ne? Wir versuchen es jetzt einfach mal in der Qualifikation. Jetzt alle Fahrzeuge, die ziehen, genau, im Qualifikationsmodus versuchen wir jetzt einfach nochmal richtig einen rauszuhauen. Eine Runde Zeit. Ultra leicht, fett. Hotlap-Modus. Bin gespannt, wie das wird, ne? Ja, also, wir überspringen das Geplänkel hier an dieser Stelle. Das Geblabbel, das Gebla. Ja, das machen wir vor dem Rennen. Wir gehen hier nämlich, ich bin nämlich heiß. Ich bin heiß, Leute. So, wir nehmen hier direkt den ersten und gehen direkt raus. So, dann versuchen wir mal, dass wir hier jetzt einmal die richtige, einmal alles gut treffen. Ja, ist noch okay. Ah, ein bisschen spät eingelenkt. Bisschen über den Dreck gefahren. Da habe ich ihn. Da habe ich ihn am Limit gehabt. Es geht doch. Aber ich muss ihn so unangenehm am Limit fahren. Dann geht das hier mit dem Renault trotzdem. Aber das wäre wahrscheinlich auch gerade mit dem Ferrari oder mit dem Mercedes passiert. Deswegen. Oh, schön durchgekommen hier. So, natürlich hat man jetzt irgendwie keinen richtigen Vergleich. Ja, okay, so, jetzt kommt es auch nochmal drauf an, hier bloß nicht zu spät bremsen. Und viel zu früh ist natürlich auch Mist. Sah ganz gut aus. Ich hatte das Gefühl, ich war ein bisschen zu früh auf der Bremse. So, mal gucken, was der Renault jetzt noch an Power übrig hat. Was geht hier noch? So, hier richtig bremsen, reinfließen lassen und dann...
Mal schauen, wo wir jetzt landen werden. Wir sind hier auf P6. Aha! Okay, also 70%, das scheint, glaube ich. Am Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 5 Zehntel. Hamilton, Bottas und Sebastian Vettel. Das Qualifying ist beendet, jetzt können wir uns aufs Rennen freuen. Morgen, was sagt ihr, Leute? Wir sind live und ohne Unterbrechungen beim großen Preis dabei. Also auf gar keinen Fall vergessen einzuschalten. Auf gar keinen Fall vergessen. Haltet ihr das, wie ich auch, eigentlich für sehr realistisch gerade? Realistisch? Jetzt sind wir hier, was war das, P6? Fast 5,5 Zehntel Rückstand auf die Pole. Mit einem Renault? Ist natürlich die Frage, bleibe ich im Renault, fahre ich doch noch Red Bull? Ferrari und Mercedes kommt definitiv nicht in Frage. Da würde mir, glaube ich, am Ende die Spannung fehlen. Nach dem unglaublichen Qualifying gestern geht es beim Grand Prix von Montreal heute im Rennen wahrscheinlich ordentlich zur Sache. Ich glaube, dieses Rennen wird jeden Moment losgehen. Die Fahrer müssen sich auf Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 338 km/h vor der besten Überholmöglichkeit der Kurve 13 einstellen. Der 4,34 Kilometer lange Circuit Gilles Villeneuve ist damit zweifellos eine der schnellsten Rennstrecken des aktuellen Kalenders. Es gibt insgesamt 14 Kurven und 60% der Strecke wird mit Vollgas befahren. Am Ende kommen wir auf eine Durchschnittsgeschwindigkeit von fast 210 km/h pro Runde. Stefan Römer bei mir und der scheint bester Laune zu sein. Stefan, wenn man dich so anschaut, scheinst du ein richtig gutes Rennen zu erwarten, oder? Das geht mir immer so, wenn ein Rennen ansteht, Heiko, das solltest du doch wissen. Doch ich glaube tatsächlich, dass der heutige Tag besonders spannend wird. Die aktuelle Fahreraufstellung ist extrem vielversprechend. Und bald sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an, bevor... So, das war mir dann doch alles ein Stückchen zu lang. Habe ich mal übersprungen jetzt. Ja, ziemlich cool eigentlich, dass hier so viel drin ist. Lass uns die Strecke bis Kurve 1 im Kopf durchgehen. Wenn wir es Na ruhig komm, angehen, brauchen wir nicht. Wir gehen hier direkt zum Start. Und wir haben ja eine ziemlich gute Ausgangssituation. Wir wollen hier direkt auch beim Start. So, kommen wir gut weg? Nein, wir kommen nicht gut weg. Hoho, hoho, hoho. Haben wir in der Qualifikation Ferrari hinter uns gelassen? Der alte Penner, das war nun wirklich Leclerc. Leclerc, das war nun wirklich nicht meine Schuld, fand ich. Drängt er sich da einfach rein? Ja, vielleicht hätte ich da einfach vor ihm bleiben müssen. Also wir testen das Ganze jetzt nochmal. So, ich bleib mal auf Vollgas. Müsste eigentlich... Oh, eben war, glaube ich, besser. Wir werden wieder direkt vom Ferrari überholt. Wir ziehen mal... Nein! Würde ich sagen, ganz klar mein Fehler gerade. Würde ich sagen, ganz klar mein Fehler. Da hätte ich viel... Ja, hätte ich ein Stück später reinziehen müssen. Oder auch nicht. Also, Ferrari... Ja, in der Tat starte ich vor Leclerc. Das ist ja der Wahnsinn. Der startet von 7. So, jetzt... Also, der ist ja hier brachial, wie er da reinzieht, ne? Ja, so geht das natürlich auch nicht. Es ist zu viel Brechstange. Einmal starte ich jetzt noch neu. Ja, das will ich in der Karriere natürlich nicht so oft machen. Da weiche ich dann lieber aus. Okay, also... Ja, jetzt kommt hier wieder der Ferrari. Der lässt mir auch gar keinen Platz, der alte Penis. Ah, da hat er jetzt natürlich die bessere Power. Also Leclerc am Start verloren. So, sind er noch 5 Runden. Jetzt konzentrieren wir uns auf den Rest des Rennens. So, ich gehe mal auf fettes Gemisch, das heißt mehr Benzin als Luftanteil. Das heißt, wir haben ein bisschen mehr Leistung.
Verfahrenung mit Leclerc vor. So, ich bin gefühlt im Windschatten, Leute. Leider, das reicht nicht. Eieiei. Da fehlt mir echt Motorleistung. Ich glaube, ich habe abgekürzt. Gut gemacht. Schön überholt. Nein, ich mach den Vettel. Also man macht den Vettel aber auch echt easy. Das ist... So, trotz fetten... es wird dunkel. Mal gucken, ob es hier gleich regnet. Also die drücken natürlich jetzt hier. Muss man den reduzieren? Schnellste Runde Vettel. Okay, wir sind jetzt in Runde 3. Das DRS wurde aktiviert. Das ist, glaube ich, eher negativ für mich, weil ich nicht genug dran, nah genug dran bin an Gasly. Aber jetzt bin ich an Verstappen dran. Aha, gleich kriege ich DRS. Hoffentlich bleibe ich jetzt dran. Kann ich ihn gleich mit DRS wieder zurück überholen. So, ich wollte... Ja. Oh, der wehrt sich noch. Aber gut, das klappt hier. Ich glaube, das hätte ich sogar ohne DRS geschafft. No! Du hast einen Schaden am Frontflügel. Wenn du es dir die letzten paar Runden zutraust, bleib draußen. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,4 Sekunden. 2,4. Schade, dass das nicht irgendwo eingeblendet wird. Aber ich habe eh mit Kampf nach hinten zu tun. So, vom Gemisch her komme ich auch noch klar. Kann ja fast durchgehend auf Fett fahren. Ah, der ist aber auch dran, ne? Und ich bewege mich wirklich am Limit. Oh, nicht gut. Hamilton hat gerade die Führung übernommen. So, eine Runde haben wir gleich noch. Feier gerade auf Mittel. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Ah, ein bisschen verbremst hier. Also ich kann von der Power einfach nicht mithalten. Vielleicht liegt es wirklich am Auto. Ja, letzte Runde. Ich gehe mal wieder hier auf Hot Lap. Oh, der zieht aber gleich leer hier. Oh, Leclerc hinter mir. Ja, die kriege ich nicht abgeschüttelt, die Jungs. Oh.
erreicht. Zurück auf Renngeschwindigkeit. Oh, Verstappen kommt. Jawohl. Aber ich komme durch. Oh, jawohl. So, das Rennen ist vorbei. Pass auf dein Auto auf, während du reinkommst. Ja, nicht ganz unbeschadet über... doch, kann man das so sagen? Nicht ganz unbeschadet überstanden. Ja. Ja, Toto Wolff, der freut sich natürlich hier über den Lewis Hamilton Sieg. Wer ist Zweiter? Bottas Zweiter und Vettel Dritter. Ja, gut. Glückwunsch an das Team von Mercedes, genau, den heutigen Sieger. Wir haben heute einige beeindruckende. So, meine schnell. Oh, 8,8 Sekunden in 5 Runden. Ohne Frage, Lewis Hamilton. Beste Zeit war ich auch. Fast eine Sekunde langsamer jetzt. Beeindruckende Kunststücke auf der Strecke vollbracht. Also, Stefan, aber mein Pardon, guck mal. Ich war. Alter, selbst Nico Hülkenberg ist 2 Sekunden waren, schneller die beste Runde gefahren als ich. Also mein Renntempo war mörderisch. War nicht so das Beste. So, es geht weiter nach Österreich. Warum habe ich das denn gemacht? Mal schauen, wie ich da abschneide, Leute. Man wird ja auch von Rennen zu Rennen besser. Schreibt mir unbedingt noch in die Kommentare, wie es weitergehen soll. Ich werde auf jeden Fall nach Österreich fahren das nächste Mal. Und ich werde jetzt mit diesen 70% KI-Stärke, werde ich natürlich nochmal gucken, inwieweit das tatsächlich zu mir passt. Auch jetzt natürlich in Österreich wieder eine gute Möglichkeit, das zu testen. Das seht ihr in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Hier in Spielberg beginnt gleich, genau, das erste Training und somit der Grand Prix. Hallo. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen.